In den letzten Jahren hat es einen ziemlichen Wandel in dieser Volumentrading-Industrie gegeben, mit dem ich mich nicht mehr mit identifizieren kann. Ich weiß noch damals, 2012, als ich mit dem Trading angefangen habe. Ich habe 3 Jahre lang alles Mögliche ausprobiert und nur Geld verloren. Ich habe mir unzählige Kurse gekauft, extrem viele Bücher gelesen und sehr viele Strategien getestet. Aber es hat alles nicht funktioniert. Nach den 3 Jahren voller Verluste bin ich dann auf das Thema Volumentrading aufmerksam geworden. Im deutschsprachigen Raum gab es dazu gar nichts. Ich habe dann amerikanische Webseiten und Videos gefunden über das Thema Volumentrading, habe diese Sachen dann ausprobiert und geresearched, aber es hat nicht funktioniert. Ich dachte mir, klar, okay, so Free Content in YouTube-Videos, auf Webseiten, klar, logisch, gibt keiner natürlich das her, was wirklich funktioniert. Ich war dann bei meinem Mentor in der Vermögensverwaltung und habe 3 Monate lang jeden Tag gesehen, wie die Märkte manipuliert werden, wie Positionen auf- und abgebaut werden und wie das Business von innen funktioniert. Ich habe dann gesehen, dass das alles, was im amerikanischen Raum über Volumentrading gesagt worden ist oder im deutschsprachigen Raum generell über das Trading, kompletter Nonsens ist. Die meisten Leute zwingen die Märkte einfach irgendwelche Muster auf, aber die Märkte, die bewegen sich nicht nach Mustern, sondern die Märkte bewegen sich, weil große Marktteilnehmer Positionen aufbauen, abbauen und die Märkte manipulieren. Sie müssen das Ganze machen, um überhaupt ihre ganze Liquidität in die Märkte reinzubekommen. Ich habe verstanden, dass diese ganzen Muster eigentlich völliger Nonsens ist. Ich war 2015 in der Vermögensverwaltung, habe das Ganze gelernt und habe auf dem Marktverständnis basierend dann meine Handelsansätze aufgebaut mit der Hilfe von meinem Mentor. 2016 ging das Ganze immer noch weiter. Es gab immer mehr Gurus, die über das Trading Sachen erzählt haben, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Ich habe gesehen, dass ich nicht der Einzige bin, der die ganze Zeit verarscht wird. Deswegen habe ich mich entschlossen, mein Wissen zu teilen. Ich war im deutschsprachigen Raum der allererste, der über das Thema Volumen und Orderflow Trading erzählt hat. Ich habe Klienten ausgebildet, habe die Erfolge gesehen und circa ein halbes Jahr später gab es dann auch jemanden, der etwas über das Thema Volumentrading gesagt hat. Ich habe mir dann die Videos angeschaut, der hat dann auch einen Kurs verkauft, den ich mir dann sogar auch gekauft habe und habe gesehen, dass diese Sachen, die ich damals aus dem amerikanischen Raum gefunden habe, dort als heiligen Gral verkauft werden. Dabei sind es irgendwelche Muster, die überhaupt nicht funktionieren, weil sich die Märkte nicht nach Mustern bewegen. Im Laufe der Zeit gab es immer mehr Volumentrading-Coaches, immer mehr Leute, die Volumentrading so als heiligen Gral verkauft haben, aber Sachen beigebracht haben, die überhaupt keine Logik haben. Niemand von diesen Leuten hat das Business von innen gesehen. Diese Leute zwingen den Märkten irgendwelche Muster auf, auch mit dem Thema Volumen, ja, irgendwas aus dem Thema Volume Profile zwängen sie den Märkten auf, dass der Markt das und das machen muss, so ein Musterprinzip, obwohl die Marktteilnehmer die Märkte bewegen. Und das Ganze ist in den letzten Jahren wirklich extrem geworden. Es gibt so viele Leute, die Sachen über das Thema Volumentrading beibringen, die das Business noch nie von innen gesehen haben und einfach Sachen von irgendwelchen Videos oder teilweise meine Sachen kopieren und beibringen. Und das Ganze ging mir in den letzten Jahren wirklich extrem zu weit. Teilweise wurde ich dann auch gefragt, hey Tobias, betreibst du eigentlich auch Volumentrading? Und ich habe mich irgendwo geschämt, der Person zu antworten, ja, mache ich auch. Denn Volumentrading ist nicht das Gleiche. Das, was die meisten Leute über das Thema Volumen erzählen, sind irgendwelche Muster, die sie den Märkten aufdrücken, die aber überhaupt keine Logik haben. Und deswegen muss ich einfach sagen,
dass ich mich mit dieser ganzen Welt Volumentrading einfach gar nicht mehr identifizieren kann. Die Handelsansätze von den Leuten, die am lautesten schreien, sind die Ansätze, die am schlechtesten funktionieren. Ich habe mir diese ganzen Kurse angeschaut und zum Beispiel einen Ansatz gesehen von demjenigen, der wirklich am lautesten schreit, ja, was das Ganze angeht, der ja förmlich schon seine Leute anbettelt, bei ihm zu kaufen, ist einfach nur, dass wenn der Markt zu dem Preis kommt, wo letzten Monat am meisten Volumen gehandelt worden ist, dass der Markt dann dorthin kommt und umdrehen soll. Dort handelt man dann so eine Ablehnung an dem Preis, wo am meisten Volumen gehandelt worden ist. Einfach so ein Musterprinzip, wo ich sagen kann, das ist völliger Quatsch, denn die Märkte sind durchgehend auf der Suche nach Liquidität. An dem Preis, wo Liquidität gefunden worden ist, fühlt sich der Markt wohl. Dort sind beide Händlergruppen zufrieden, Käufer und Verkäufer, und der Markt bewegt sich in einer Seitwärtsrange. Zu 70% der Fälle bewegt sich der Markt in einer Seitwärtsrange und verläuft immer in zwei Phasen. In einer Seitwärtsphase oder in einer Trendphase. Und dort, wo die meiste Liquidität ist, wo das meiste Volumen ist, dort sind beide Händlergruppen zufrieden und dort spielt der Markt seitwärts. Das bedeutet, an solchen Preisen eine Ablehnung zu traden, ist völliger Käse. Ja, natürlich funktioniert sowas nicht. Und deswegen sind auch die ganzen tausenden Kunden von ihm nicht zufrieden, fragen mich, ob ich sie ausbilde. Ich verstehe das natürlich, ja, weil sie darauf reingefallen sind. Und es ist natürlich schwierig, dann nicht auf solche Sachen reinzufallen. Worauf kann man also achten? Hat derjenige das Business denn von innen überhaupt gesehen? Weiß derjenige, wovon er überhaupt spricht? Oder hat er einfach nur irgendwelche Sachen von Videos oder irgendwo aus dem amerikanischen Raum aufgeschnappt und tut das Ganze dann beibringen? Hat derjenige richtige Praxiserfahrung, wo er wirklich gesehen hat, wie die Märkte manipuliert werden, damit er überhaupt dieses Marktverständnis hat? Oder hat derjenige einfach nur Muster gefunden, die jetzt vielleicht kurzfristig seit einem Jahr funktionieren, derjenige seit einem Jahr vielleicht damit Erfolge hat, aber das Ganze überhaupt nicht bewiesen ist, ob das Ganze für die nächsten 10, 20 Jahre weiter funktioniert, weil derjenige einfach nur irgendwelche Muster entdeckt hat, irgendwo aufgeschnappt hat, aber das Business niemals von innen wirklich gesehen hat. Denn man muss eine Sache verstehen. Ich sehe immer wieder Leute kommen und gehen im Trading. Ich sehe Leute, die steigen auf, die verdienen kurzfristig Geld mit ihren Ansätzen, aber die Märkte verändern sich durchgehend. Der Markt verändert sich, die Ansätze funktionieren nicht mehr und diese Leute verlieren dann alles, was sie haben und was sie sich aufgebaut haben und viel, viel mehr. Ich habe schon so viele Leute, wie gesagt, kommen und gehen sehen. Deswegen sollte man mit solchen Ansätzen wirklich extrem aufpassen und eine Sache verstehen. Volumentrading ist nicht gleich Volumentrading. Und wenn du tradest und gerade am Markt bist und ein Trade eingehen willst und irgendein Muster siehst, dann frage dich mal wirklich selber, warum habe ich jetzt diese Wahrscheinlichkeit, dass der Markt steigt oder fällt? Was ist die Geschichte, die der Markt mir erzählt hat, dass ich auf die Idee gekommen bin, den Trade einzugehen? Wenn du das nicht beantworten kannst, wenn du sagst, ja, der Markt kam jetzt einfach dorthin, hat irgendein Muster gemacht und ich steige jetzt ein. So, dann kannst du davon ausgehen, das Ganze hat kein Fundament und wird auf Dauer nicht funktionieren und du wirst auf Dauer mit Mustern kein Geld verdienen, denn die Märkte werden nicht durch Muster bewegt, sondern durch Marktteilnehmer. Deswegen solltest du den Markt als Geschichtsbuch betrachten, denn wenn man die Märkte wirklich lesen kann, versteht, was passiert, dann kann man ganz genau sehen, okay, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Das ist die Geschichte, die der Markt mir erzählt. Wir haben jetzt so und so viel Wahrscheinlichkeit, weil jetzt gerade das und das passiert. Wenn du aber sagst, ha, das ist das Muster, ja, ich steige jetzt einfach ein,
dann wirst du in einem Jahr immer noch dort sein, wo du jetzt bist. Deswegen solltest du genau schauen, wenn du tradest, dass du auch wirklich validierte Ideen handelst und nicht bloß irgendwelche Muster. Denn validierte Ideen zu handeln, den Markt wirklich wie ein Geschichtsbuch zu betrachten, sehen, was der Markt gerade macht, was jetzt wahrscheinlich als nächstes passieren wird, eine richtige Logik zu haben, das sind dann Ansätze, die auch für die nächsten 10, 20, 30 Jahre funktionieren, weil es einfach Marktprinzipien sind, die es schon immer gegeben hat. Und dieses Marktverständnis, das sind die Sachen, die wir unseren Klienten in unserem Mentoring beibringen. Und das ist auch genau das, was du im Trading machen solltest, wenn du wirklich die nächsten 10, 20, 30 Jahre an den Märkten Geld verdienen möchtest, Sachen zu handeln, die wirklich valide sind, den Markt richtig zu lesen, richtiges Marktverständnis zu haben und nicht stumpf irgendwelche Muster zu handeln. Und irgendwelche Muster zu handeln ist genau das, was die meisten Leute über Volumentrading sagen. Die sagen, Volumentrading, verkaufen ist das heiligen Gral. In Wahrheit sind es bloß irgendwelche Muster, die sie irgendwo aufgeschnappt haben, die keine Logik haben. Und damit kann ich mich einfach nicht mehr mit identifizieren. Das bedeutet, du solltest wirklich verstehen, was du handelst und nicht einfach stumpf irgendwelche Muster abhandeln, sondern dir wirklich überlegen, warum ist jetzt das und das am wahrscheinlichsten, welche Geschichte hat mir der Markt vorher erzählt, damit ich auf die Idee komme, dass das und das passieren kann. Warum sollte es passieren? Wo sind die Marktteilnehmer, die dafür verantwortlich sind, für die Bewegung, die du jetzt erwartest? Ich wünsche dir jetzt noch viele gute Trades, alles, alles Gute und bis bald.